Servus Berlin, was geht ab, alle Hände in die Höhe? Ich komme aus Österreich und ich bringe euch jetzt ein bisschen Vermessung der Welt. Alle Hände um! Yeah, 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 yeah. Das ist ein Tempomat aus 59 km/h. Messtoleranz eingerechnet, ist doch klar. Nachmittag, in 9 Minuten bin ich da. Stelle Klima auf 23 Grad. Steige aus, schließe zwei Knöpfe des Jacketts. 11:55 Uhr, begrüße den Chat. 5 Sekunden Handschlag, 4 Augengespräch mit 3 Zweifeln auf Räumen, um nach Hause zu gehen. Feierabend, bestell mir ein Bier. Nach 4 Minuten ist es endlich serviert. 90, 60, 90, sie stellt sich zu mir. Stell mir vor, wie ich mit ihr 200 Kalorien verliere. Auf der Taxifahrt nach Hause bin ich eingetrennt. Das Taxometer steigt pro 20 Meter 30 Cent. 3 Minuten Zähne putzen, ganz schnell ins Bad. Nicht 100% fit, ohne 8 Stunden Schlaf. Wir haben die Formel zum Glück. Aber wieso geht die Gleichung nicht auf? Es sind doch alle Werte korrekt. Und trotzdem reicht es nicht aus. Die Berechnung gescheitert, scheiß drauf, messen wir weiter. Von Montag bis Freitag, 3, 2, 1. Und alle gehen ab, ey, ey. Vermessung der Welt. Okay, okay. Hand und Bank, 10 Wiederholungen, 30 Arbeitssätze nach dem Training fall ich tot rum. Cheat Day, 1000 Gramm, ein Stopp, 1 Gramm zu viel. Instagram beim Kotzen. Sixpack, Sitz für den Strand, also last mit dem Flug in ein Drittweltland. Kann den Urlaub nicht genießen, Bewertung gefällt. Bis 10 Uhr Frühstück im 4-Sterne-Hotel. Bei 0:15 erhole ich mich dick, trotz Lichtschutzfaktor 50, Verkohlen im Gesicht. Zurück im Alltag, geregelte Bahn. Die Smartwatch liefert wieder täglich die Zahlen. Jedes Kind weiß Bescheid über Leistungsdruck, denn das Zeugnis sagt dir, bist du 1 oder 0. Könnte man sich messen, dann wär's umsonst. Was glaubst du denn, woher das wird denn wertlos? Alle Hände hoch! Wir haben die Formel zum Glück, aber wieso geht die Gleichung nicht auf? Es sind doch alle Werte korrekt und trotzdem reicht es nicht aus. Die Berechnung gescheitert, scheiß drauf, messen wir weiter. Still, von Montag bis Freitag. 3, 2, 1. Und der Link geht ab. Vermessung der Welt. Yeah. Vom Äquator bis zur Antarktis vermessen wir die Welt, doch Werte zählen gar nicht. Zahlen und Fakten machen alles klarer. Halt deine Messe, du Pfarrer. Vom Äquator bis zur Antarktis vermessen wir die Welt, doch Werte zählen gar nicht. Wollen immer mehr, messen uns selbst. Das sind die Fakten. Vermessung der Welt. Servus Berlin.